Ich bin nicht Professor Dr. Felix Stalder. Professor Dr. Felix Stalder ist Professor an der Züricher Hochschule der Künste und wird jetzt für uns die erste Keynote, wie es so schön heißt, halten. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn gewinnen konnten und bin gespannt auf den Vorschlag. Herzlich willkommen, Professor Felix Stalder. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen und ich bin ausgesprochen gespannt auf die Diskussionen des heutigen Tages. Das Programm wird nach mir nur noch besser werden, das kann ich Ihnen versichern, und steht ein, glaube ich, ausgesprochen spannender Tag bevor. Ich möchte mich gleich auch bei Jürgen Scheele für die Einladung bedanken und bei seinem ganzen Team für die tolle Organisation dieser Veranstaltung. Wir stehen vor einer historischen Chance, neue Formen solidarischen Handelns zu erfinden. Das politisch-ökonomische System in Europa, aber auch darüber hinaus, steckt in einer tiefen Krise. Das hat natürlich viele Gründe. Einer davon, und darauf möchte ich mich konzentrieren heute, ist, dass sich im Kern der avanciertesten Bereiche der Ökonomie ein Widerspruch verschärft. Auf der einen Seite haben wir die zunehmende Bedeutung von Momenten der sozialen Interaktion, des Austausches, des vernetzten Wissens und Handelns. Auf der anderen Seite haben wir eine sich verschärfende Logik der privaten Aneignung dieser gemeinsam hervorgebrachten Werte. Während die eine Seite sich immer wieder versucht, der Aneignung zu entziehen, und das mit freien Lizenzen auch teilweise sehr erfolgreich macht, zerstört eine aggressive Privatisierung von Wissen und Kultur die Voraussetzung für neue Produktion. Es wird sich noch herausstellen, ob wir es hier vielleicht mit einem Widerspruch zwischen den Produktions- und den Eigentumsformen zu tun haben, die Karl Marx als Voraussetzung für einen Wechsel der Produktionsweise diagnostizierte. Das ist denkbar, aber sicher ist es keineswegs. Wie dem auch sei, in den letzten zwei Jahrzehnten war das Internet ein Labor der sozialen Innovation. Eine der erstaunlichsten Entdeckungen, die wir in diesem Labor machen konnten, war, dass es neben dem Markt und dem Staat eine weitere institutionelle Form gibt, um Produktion und soziale Koordination in großem Umfang zu organisieren: die Commons. Ob es nun um eine neue Erfindung oder um eine Wiederentdeckung sehr alter, nicht kapitalistischer Institutionen sind, das ist eine offene Frage. Wichtig ist, dass in diesen neuen institutionellen Formen in gewissen Bereichen haben sie schon als sehr produktiv, nachhaltig und skalierbar erwiesen, obwohl sie lange Zeit auch von den Akteuren selbst kaum verstanden wurden. Sie liefen dem herrschenden Zeitgeist zu tief entgegen und mussten sich in einem politischen Umfeld entwickeln, das auf keine Weise an diesen institutionellen Formen angepasst war. Und trotzdem konnten sie sich entwickeln und trotzdem haben sie sich als äußerst nachhaltig erwiesen. Eine der Aufgaben der Netzpolitik muss es sein, dieses Labor offen zu halten und die Voraussetzungen des Wachstums dieser neuen Formen solidarischen Handelns zu verbessern. Eine Aufgabe der Politik, einer progressiven Politik ganz allgemein, sollte es sein, diese Erfahrungen, die in diesem Bereich gemacht wurden, ernst zu nehmen und Bestrebungen zu fördern, diese auch auf andere Felder, die wir jetzt nicht notwendigerweise mit der Netzpolitik assoziieren, auszuweiten. Das sind nun viele Behauptungen, die ich nun etwas einzulösen versuche. Zunächst möchte ich die Bedeutung dieser neuen Formen solidarischen Handelns hervorheben. Danach werde ich kurz skizzieren, warum sie sich gerade im Internet entwickeln konnten, um dann kurz die Aufgaben der Netzpolitik zu umreißen, die sich aus einer solchen Perspektive auf solidarisches Handeln ergeben. Zuletzt werde ich versuchen, den Blick etwas über den Tellerrand oder vielleicht besser über den Bildschirmrand der Netzpolitik zu lenken.
Liberté, Egalité, Fraternité, das alte Dreigestirn der europäischen Ideale. Ich möchte die Aufmerksamkeit auf das dritte, oftmals nur in Sonntagsreden beschworene Ideal wenden, die Brüderlichkeit oder modern ausgedrückt die Solidarität. Eine progressive Politik ohne das Motiv der Solidarität kann nicht gelingen. Solidarität in dem Sinne als eine Grundlage einer konkreten Politik ist keine Abstraktion. Es ist keine menschliche Konstante, nur weil der Mensch ein soziales Wesen ist. Solidarität lässt sich auch nicht verordnen, sonst wird sie rasch zum Vorwand für zynische Bevormundung. Nein, Solidarität als Grundlage einer emanzipatorischen Politik ist Solidarität, die sich aus der alltäglichen Erfahrung speist, die sich in gemeinsamen Handlungen erneuert und sich in der praktischen Einsicht ausdrückt, dass die eigenen Wünsche und Ziele nur im Verbund mit anderen und nicht gegen sie und nicht ohne sie zu erreichen sind. Solidarität wächst horizontal. Sie ist nie einfach vorhanden, sondern sie muss erneuert werden und sie muss widerstrebenden Dynamiken widerstehen können. Traditionell war die Grundlage der Solidarität, auf die linke Politik aufbaute, die geteilte Erfahrung der Arbeiter und Arbeiterinnen im industriellen kapitalistischen Produktionsprozess und der daraus gewonnene Wunsch, die kollektiven Lebensbedingungen zu verändern. Dies wurde nie gesehen als eine Frage der individuellen Tüchtigkeit, wie das heute formuliert wird, sondern als eine Veränderung der allgemeinen Rahmenbedingungen. Wie dieses Ziel zu erreichen sei, ob das nun innerhalb oder außerhalb des Kapitalismus sei, darüber gab es natürlich heftige Meinungsverschiedenheiten. Die geteilte Erfahrung der Arbeiterin in der industriellen Produktion und die daraus erwachsene solidarische Grundlage einer Politik ist in den letzten Jahrzehnten schwächer geworden. Das hat mit dem relativen Bedeutungsverlust der industriellen Produktion zu tun. Das ist eine Folge einer neoliberalen Politik, die bewusst Momente und Instrumente der gelebten Solidarität zerstörte. Es ist aber auch eine Konsequenz aus einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, den man ganz allgemein als Individualisierung bezeichnen kann. Ich werde darauf nochmal zurückkommen. Es ist also eine dringliche Aufgabe, neue Felder zu bestimmen, in denen die Erfahrung der Solidarität erneuert werden können und nach politischen Instrumenten zu suchen, die diese Prozesse verstärken können. Eines dieser Felder ist die digitale Kultur und eines der Instrumente ist die Netzpolitik. Die digitale Kultur stellt eine konkrete, gelebte Realität dar, die vielfach als positiv und ermächtigend erlebt wird. Die ACTA-Prozesse haben gezeigt, dass sie mittlerweile auch ein hohes politisches Mobilisierungspotenzial gewonnen hat. Die digitale Kultur ist ein günstiges Feld für eine progressive Politik, nicht zuletzt deshalb, weil man hier meint, den Wind der Geschichte im Rücken zu spüren, während einem der Wind auf anderen Themen allzu oft ins Gesicht bläst. Dieser Wind, den man zu spüren glaubt, speist sich aus drei Quellen. Der erste ist, die Arbeitswelt und ihre Anforderungen haben sich extrem verändert. Das ist besonders deutlich im Bereich der Wissensarbeit, ist aber nicht darauf beschränkt. Die Arbeit ganz allgemein wird sozialer, sie wird kommunikativer, sie ist komplexer und sie ist vernetzter geworden. Mit sozial meine ich, dass soziale Fähigkeiten wie Teamarbeit und emotionale Identifikation wichtiger geworden sind. Kommunikativ in diesem Zusammenhang bedeutet, dass ein wesentlicher Teil der Arbeit aus Koordination mit anderen besteht, deren Zustände und Befindlichkeiten kontinuierlich abgefragt und in die eigene Planung einbezogen werden. Die Komplexität, die einem dabei im Alltag begegnet, ist so groß, dass niemand mehr von sich behaupten kann, seinen eigenen Bereich und sei auch noch so klein und spezialisiert, selbst überschauen zu können. Die Realität der Wissensgesellschaft drückt sich ganz stark auch in einer Erfahrung des eigenen Nichtwissens aus. Dies umso mehr, weil Wissen ganz allgemein immer schneller an Wert und Nützlichkeit verliert. Die
Haltbarkeit und damit Gültigkeitsdauer von Wissen schrumpft in einer sich flexibilisierenden Gesellschaft. Aber die Arbeitswelt wird auch immer vernetzter und damit steigen die Möglichkeiten, das eigene Nichtwissen, das eigene Nichtkönnen durch Kooperation produktiv zu machen. Wenn man etwas also nicht weiß, etwas nicht kann, so besteht doch immer die Erwartung, oder zumindest die Hoffnung, dass es irgendwo jemanden gibt, der gerade dies weiß, der gerade jenes Problem lösen kann. In Bezug auf die Entwicklung freier und Open-Source-Software gibt es den berühmten Satz, given enough eyeballs, all bugs are shallow. Was bedeutet, dass für jedes Problem, das man selbst nicht lösen kann, es jemanden gibt, der genau dieses Problem lösen kann. Wenn nur der Pool der Personen, die zu Rate gezogen werden können, groß genug ist. Dies wird oft als ein Credo für die Schwarmintelligenz gehandelt. Davon halte ich wenig. Ich finde den Begriff Schwarmintelligenz eigentlich unbrauchbar. Es geht eben nicht darum, viele zu finden, sondern aus der großen Menge die eine Person, zu der produktive Unterschiede bestehen. Mit Suchmaschinen, sozialen Netzwerken und anderen Plattformen haben wir heute erste Infrastrukturen, die uns erlauben, genau solche Differenzen, produktive Differenzen aufzuspüren. Die Differenzen dürfen nicht zu klein sein, sonst entsteht nichts in ihrer Vernetzung. Die Differenzen dürfen aber auch nicht zu groß sein, sonst lassen sich keine Protokolle der Vernetzung etablieren. Nur das richtige Maß an Differenz erzeugt die Spannung, die neue Netze hervorbringen kann. Dies führt zu jener merkwürdigen Vermischung von Kooperation und Konkurrenz, die die heutige Arbeitswelt prägt. Die wirtschaftliche Konkurrenz wird durch den Markt vorangetrieben, die Kooperation durch die veränderten Herausforderungen des vernetzten Arbeitens und Lebens. Im Moment radikalisieren sich beide Dynamiken. So entsteht so etwas, ließe sich zumindest denken, wie ein systemischer Widerspruch. Inwiefern sich dieser Widerspruch politisch nutzen lässt oder ob er wieder eingefangen und entschärft wird, wird sich zeigen. Aber das ist eine der Herausforderungen der Netzpolitik. Die zweite Quelle, die den Wind der Geschichte blasen lässt, ist die bereits angesprochene gesellschaftliche Individualisierung. Sie ist das große positive Vermächtnis der sozialen Bewegungen der letzten 40 Jahre. Individualisierung bedeutet zunächst nur, dass die Spannbreite wächst, innerhalb derer Menschen ihre Identität und Lebensweisen artikulieren können, ohne in einen tiefen Konflikt mit der Gesellschaft zu geraten. Dahinter kann und soll es kein Zurück geben. Dies ist aber nicht gleichzusetzen mit gesellschaftlicher Atomisierung oder Entsolidarisierung, auch wenn das die neoliberale Ideologie sehr erfolgreich getan hat. Dass man sich von anderen unterscheidet und diese Unterschiede betont, muss noch nicht heißen, dass man keine Erfahrung mit ihnen teilen kann. Das ist der große Unterschied zwischen progressiven Ideen der Gemeinschaft, die nach vorne als Vielfalt gedacht werden, und konservativen Ideen von Gemeinschaft, die rückwärts als Einheit entworfen werden. Diese Form der positiven Differenzen zeichnet die kooperativen Dimensionen der digitalen Kultur aus. Sie ermöglicht es, ein anderes Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft erfahrbar zu machen, eines, das die beiden nicht in einen Widerspruch zueinander artikuliert. Die Vernetzung ist eben kein Kollektivierungsprozess im traditionellen Sinne, in dem die internen Differenzen minimiert werden. Im Gegenteil, das Gemeinsame wird als Voraussetzung der Individualisierung erfahrbar. Bei aller Konkurrenz, die innerhalb freiwilliger Projekte herrscht, sei das bei der freien Software oder innerhalb der Wikipedia-Community, die ja keineswegs harmonische Gemeinschaften sind. Bei aller Konkurrenz, die dort herrscht, ist doch immer klar, dass der eigene Status nur durch die Gemeinschaft erworben werden kann und somit der eigene Status über die Stärkung des Gemeinsamen vergrößert wird. Das bedeutet, wie gesagt, noch keineswegs, dass diese internen
Prozesse in diesen Gemeinschaften harmonisch ablaufen oder konfliktfrei sein. Aber es gibt ihnen ganz bestimmte andere Dynamik. Der dritte Punkt betrifft die Technologie selbst. Es stehen heute Infrastrukturen zur Verfügung, die es erlauben, große Projekte anders, das heißt offener und kooperativer zu organisieren. Ich möchte betonen, offener und kooperativer. In der Diskussion wird oft ein Gegensatz zwischen offen und geschlossen gemacht. Es gibt keine Organisationsform, die völlig offen ist. Es gibt keine Organisationsform, die völlig geschlossen ist. Das sind immer Graduierungen. Aber wir können sie offener machen. Wir können mehr Bereiche einer Öffnung zuführen. Der Druck zur Hierarchisierung und Bürokratisierung, die noch vor einer Generation in jeder Organisation parallel mit ihrem Wachstum zunahm, ist heute deutlich schwächer. Die erhöhten Kommunikationsanforderungen, die horizontale Koordination verlangen, lassen sich heute effizient und kostengünstig bewältigen. In einigen Fällen klappt das schon sehr gut. Freie und Open Source Software ließ sich hier wieder als Paradebeispiel anführen. In anderen Fällen sind wir noch sehr am Anfang der Lernkurve. Erstaunlicherweise wird das bei der Piratenpartei und deren Nutzung von Twitter gerade besonders deutlich. Aber ganz generell war es früher ein Privileg der Eliten und ihrer Privatsekretariate, ein großes soziales Netzwerk zu unterhalten, so kann das heute jeder. Aber wir sind hier noch erst am Anfang. Hier ist noch viel soziale und technologische Innovation notwendig, um diese Potenziale wirklich auch zu realisieren. Wenn wir also davon ausgehen, dass die digitale Kultur neue Felder der gelebten Solidarität eröffnet, dann sollte eine Netzpolitik darauf ausgerichtet sein, genau diese Momente zu verstärken. Was bedeutet das aber konkret? Ich möchte ganz kurz drei Bereiche skizzieren, wo das konkret wird, aber wir werden da über die meisten heute im Verlauf des Tages noch einiges sprechen, also werde ich mich hier relativ kurz halten. Der erste ist, freie Kommunikation ist die Grundlage aller Prozesse des gemeinsamen Handelns. Ohne freie Kommunikation ist freiwilliges Organisieren, ist Kooperation nur im eingeschränkten Sinne möglich. Also ohne die Stärkung der Grundlagen der freien Kommunikation sind alles andere, was auf die Netzpolitik aufbauen kann, ist eingeschränkt in seiner Wirkungsmächtigkeit, schon von Anfang an beraubt. Es kann nicht sein, dass die Kommunikation online stärker eingeschränkt wird als offline. Wir gehen in diese Richtung und das muss man energisch bekämpfen. Das ist natürlich das Urheberrecht, dessen Hauptproblem heute ist die obsolete Unterscheidung zwischen privater und öffentlicher Nutzung. Im Zeitalter sozialer Medien ist diese Unterscheidung nicht mehr anwendbar. Sie muss gestrichen werden und mit einer Unterscheidung von kommerzieller oder nicht kommerzieller Nutzung ersetzt werden. Das zweite Hauptproblem, dass jede Veränderung eines Werkes vom Rechtsinhaber behindert werden kann. Dies verunmöglicht die freie Kommunikation in einer Welt, die fast nur noch aus kulturellen Werken besteht. Auch hier braucht es eine starke, umfassende Regelung zur freien, transformativen Werknutzung. Im Wesentlichen muss es darum gehen, die soziale Kommunikation und die Alltagskreativität vom Urheberrecht freizuhalten. Wenn wir das Urheberrecht wieder dahin kriegen, dass es eine relativ eingeschränkte Industrie regelt, dann haben wir sehr viele Probleme, die wir heute mit dem Urheberrecht haben und gerade das Urheberrecht als eine Verhinderung der freien Kommunikation deutlich entschärft. Der zweite Punkt ist natürlich der Kampf gegen Netzsperren aller Art. Ich glaube, dazu muss ich hier nicht viel sagen. Der dritte wesentliche Punkt, das wurde auch schon angesprochen,
ist der freie Zugang zu Information. Macht beruht immer auf Wissensmonopolen, auf dem geheimen Herrschaftswissen. Mögliche Strategien dafür werden auch bereits diskutiert unter dem Bericht Open Data, Open Access. Die sind die zentrale Voraussetzung, eben um Herrschaftsmonopole und Wissensdifferenziale zu verhindern. Der zweite Bereich einer Netzpolitik, die ausgerichtet ist auf Momente des solidarischen Handelns, ist, dass die Mechanismen des Vertrauens gestärkt werden müssen. Das ist natürlich zunächst mal ganz altmodisch der Schutz der Privatsphäre. Das ist wichtig und das bleibt wichtig. Die ganze Post-Privacy-Ideologie wird von Menschen betrieben, die selbst dermaßen privilegiert im gesellschaftlichen Mainstream leben, dass sie den Schutz, den die Privatsphäre bietet, gar nicht in Anspruch nehmen müssen. Ich halte das für eine ausgesprochen gefährliche Debatte. Der zweite Punkt natürlich ist der Schutz vor Überwachung. Das betrifft natürlich den ganzen Bereich der Vorratsdatenspeicherung, geht aber darüber hinaus. Wir müssen verhindern, dass die zunehmende Semi-Öffentlichkeit des Alltags, die wir brauchen, um uns eben gegenseitig sehen zu können und gegenseitig in Momente des solidarischen Handelns zu treten, brauchen wir diese Semi-Öffentlichkeit des Alltags. Aber wir müssen verhindern, dass genau der Aspekt dazu benutzt wird, dass bestehende Informationen systematisch gesammelt und für Sicherheitsinteressen ausgewertet werden. Über Index sprechen wir noch am Nachmittag. Wir müssen hier neue Schutzmechanismen für diese semi-öffentlichen Formen des Sozialen finden. Eine der Möglichkeiten, die hier offen stehen, sind neue intelligente Formen der Authentifizierung, die es erlauben, eben Daten voneinander getrennt zu halten. Diese Idee, dass alle Daten immer integriert werden können und sollen, ist höchst problematisch. Wir müssen neue Wege finden, verschiedene Aspekte, verschiedene auch Dimensionen von Persönlichkeit, verschiedene Rollen und verschiedene Öffentlichkeiten voneinander wieder getrennt zu halten. Der dritte, und das ist jetzt vielleicht der schwierigste Punkt, wir müssen neue Formen der Einhegung bekämpfen. Damit meine ich die Nutzbarmachung und Optimierung der Kommunikationsflüsse für kommerzielle und teilweise auch staatliche Sicherheitsinteressen. Diese Einhegung der Kommunikation wird ermöglicht durch die zunehmende Zentralisierung und Privatisierung der Kommunikationsmittel. Ich möchte da drei Beispiele dafür geben. Das hier ist eine App eines Studenten aus New York, die auf der Basis von Informationen des angesehenen Londoner Bureau of Investigative Journalism rudimentäre Informationen zu den Opfern amerikanischer Drohnenangriffe darstellt. Jeder dieser Hinweise enthält ein Datum, ein Ort und eine Anzahl von Personen, die aufgrund bestätigter Berichte nachgewiesen werden kann, dass sie durch Drohnenangriffe ums Leben kamen. Apple hat es bisher dreimal abgelehnt, diese App in ihren Store aufzunehmen. Jedes Mal mit einer anderen Begründung, zuletzt damit, dass es hier um Inhalte handle, an denen viele Anstoß nehmen könnten. Die Begründung ist gar nicht so wichtig, weil die wechselt immer und da gibt es immer wieder andere. Das Wichtige ist vielmehr, dass hier eine Instanz entstanden ist, die nach eigenem Gutdünken, aufgrund ihrer eigenen Ausrichtung, was sie für gut hält, für ihr eigenes Geschäftsmodell, entscheiden kann, was veröffentlicht wird. In einem sehr, sehr großen quasi Plattform der Öffentlichkeit. Hier ist eine Konzentration entstanden, ein Streamlining auf kommerzielle Interessen, wie wir sie von traditionellen Medien fast nicht kennen. Schwieriger zu bekämpfen sind die Einhegungen, die dadurch geschehen,
dass die Formen und Mittel, mit denen wir kommunizieren, bereits so angelegt sind, dass die Kommunikation in bestimmte, für den Besitzer der Kommunikationsmittel nützliche Formen gelenkt werden. Hier geht es also nicht mehr um Zensur in diesem klassischen Sinne, dass ein Anbieter sagt, das wollen wir nicht veröffentlichen, sondern es geht um die Formatierung unserer Ausdrucksformen durch kommerzielle Interessen. Das klassische Beispiel hier ist der fehlende Like-Button auf Facebook. Facebook erlaubt nur positive Gefühle. Und es vermeidet soziale Konflikte. Wir können mit der Antifa sympathisieren, aber wir können Nazis nicht ablehnen. Das hat natürlich Gründe, warum das so ist. Und die Gründe liegen im Geschäftsmodell von Facebook. Aber wenn das die Struktur unserer Kommunikation, die Mittel, die wir überhaupt zur Verfügung haben, uns auszudrücken, bestimmt, dann haben wir eine Einhegung der Kommunikation auf einer sehr, sehr tiefen Ebene. Schon bevor wir überhaupt kommunizieren, sind die Möglichkeiten, wie wir das tun, bereits vorbestimmt durch Kräfte und Interessen, die nicht unsere eigenen sind. Also natürlich immer stehen die Mittel der Kommunikation und auch die Begriffe, die wir haben, empfinden wir nicht selbst, sondern die nehmen wir aus unserer Gesellschaft. Das ist immer vorformatiert von der Gesellschaft. Nur hier macht es ein Akteur bewusst und mit einem spezifischen Verwertungsinteresse. Das ist neu. Am schwierigsten zu bekämpfen sind Formen der Einhegung, die im Hintergrund passieren. Das sehen wir immerhin noch, dass da kein Dislike-Button da ist. Das Beispiel hierfür ist die neue Politik von Google, es gibt ganz viele andere Beispiele auch, des sogenannten Downrankings. Seiten, die mit vielen Urheberrechtsbeschwerden belegt werden, werden im Ranking zurückgestuft und erscheinen dann vielleicht nicht mehr auf Seite 1, sondern auf Seite 15 der Suchergebnisse. Damit verändert sich das Bild der Welt, die wir uns über diese Medien erschaffen können, von dem, dass sie uns nicht mehr zeigen, was ist, sondern sie zeigen das, was mächtige Interessen gerne hätten, dass wir sehen. Auch hier wird unser Bild der Welt schon ganz entscheidend, ganz früh vorformatiert in einer Art und Weise, dass gewisse Fragen, gewisse Handlungen schon gar nicht mehr aufkommen. Und das ist wahnsinnig schwierig festzustellen. Wie stellen wir fest Dinge, die nicht passieren und warum sie nicht passieren? Das sind einige der klassischen Themen der Netzpolitik, die wir natürlich heute noch sehr viel ausführlicher diskutieren werden. Wenn wir aber Netzpolitik nicht als eine reine Themenpolitik verstehen, sondern als die Schaffung der kommunikativen Grundlagen gelebter Solidarität, Grundlagen, um neue Formen der gesellschaftlichen Solidarität zu ermöglichen, dann dürfen wir uns nicht darauf beschränken. Sondern wir müssen uns überlegen, wie wir diese Potenziale, welche die digitale Kultur bereits als praktische Utopie in ihren Ansätzen realisiert hat, auf andere Felder fruchtbar machen können. Wir müssen uns überlegen, welche Anpassungen in anderen Politikbereichen notwendig sind, um solche Prozesse auch in diesen Bereichen zu fördern. Lassen Sie mich noch ganz kurz einige Beispiele geben, wie die Netzpolitik über sich selbst hinausweisen kann. Zunächst einmal in einem kleinen Schritt hinausweisen kann. Warum etwa ist es sinnvoll, die Nutzung freier Software in öffentlichen Betrieben voranzutreiben? Neben den bekannten Gründen wie Sicherheit und Transparenz und Kostenersparnis und größere Autonomie gegenüber Software- und Dienstleistungsanbietern, das sind alles sehr valide Gründe, ist auch ein wesentlicher Grund meiner Meinung nach darin, dass dadurch ökonomische Akteure gestärkt werden, die ein vitales, positives Interesse an gemeinschaftlichen Ressourcen haben, in dem Fall natürlich gemeinschaftlichem Softwarecode. In diesem Sinne kann es eben auch als ein mögliches Steuerungselement gesehen werden, um den wirtschaftlichen Umbau zu fördern,
der weg von Wissensmonopolen und hin zu offenen Wissensressourcen führt. Als ein Weg, der dezentrale, lokale Lösungen fördert und nicht auf zentralisierte, globale Lösungen angewiesen ist, das ist ganz wichtig, ohne deshalb vom Strom der globalen Innovation abgeschlossen zu sein. Damit stärkt man langfristig die politische Basis gegen neue Privatisierungsversuche und für Regulierungen, die die Commons unterstützen. Dass in Europa die Softwarepatente nicht durchgesetzt werden konnten, bisher zumindest nicht, liegt wesentlich daran, dass die europäische Softwarebranche eine klein- und mittelständische Struktur aufweist. Der einsatzfreie Software fördert genau diese Strukturen und diese wiederum können Teil einer politischen Basis werden, die vorhanden sein muss, wenn man das geistige Eigentum wirklich reformieren will. Oder ein zweites Beispiel, die Kulturpolitik. Sie folgt nach wie vor einem klassisch bürgerlichen Kulturverständnis. Da werden kulturelle Werke gefördert, die dann über den Markt oder öffentliche Kanäle vertrieben werden und irgendwann mal als Erbe konserviert werden. Die große Mehrheit ist auf die Rolle des Publikums beschränkt, das mehr oder weniger stumm Kultur rezipieren darf, zur eigenen inneren Erbauung möglicherweise. Was würde es hier bedeuten, das Publikum als Teil einer vernetzten Gemeinschaft zu aktivieren? Welche Bedingungen müssen da geschaffen werden, dass Menschen sich kulturelle Werke nicht nur anschauen, sondern aneignen können, um dadurch selbst Teil einer kulturell aktiven Öffentlichkeit zu werden? In diesem Sinne der Alltagskreativität, die ich vorhin genannt habe. Was müsste sich ändern, damit Museen und Archive nicht mehr nur Aufbewahrungsorte, sondern Produktionsmittel für alle werden? Das ist nicht nur eine Frage des geistigen Eigentums. Das ließe sich zumindest für zukünftige Werke auch über eine Veränderung der öffentlichen Förderung und ihrer Lenkungsfunktion angehen. Was hindert uns daran, die Zusage öffentlicher Mittel an die Verpflichtung zu knüpfen, dass Werke nach der meist sehr kurzen Zeit der kommerziellen Auswertung, die schrumpft, dass diese Werke wieder als Ressource anderen zur Verfügung gestellt werden müssen? Es ist nicht das Urheberrecht, das uns daran hindert. Wie würde eine solche Förderung freier Ressourcen und deren Aneignung, wie würde das die Anforderungen an ein Bildungssystem verändern? Oder was würde es bedeuten, Wirtschaftsförderung, nicht Sozialförderung, Wirtschaftsförderung ist ganz entscheidend, verstärkt auch Non-Profits, die sich um gemeinschaftliche, produktive Ressourcen kümmern, zugänglich zu machen? Oder wie müsste eine Landwirtschaftspolitik aussehen, wenn eines der Ziele wäre, die Almenden, jetzt im ganz traditionellen Sinn, wieder zum Blühen zu bringen? Das führt uns natürlich weit weg von der Netzpolitik, aber vielleicht auch gar nicht so weit, denn alle diese noch zu erschaffenen Commons werden zu einem wesentlichen Teil auf der Basis digitaler Kommunikationsflüsse organisiert werden. Das Internet ist ein wichtiges Labor gesellschaftlicher Innovation und eine der erstaunlichsten Entdeckungen, die wir in diesem Labor gemacht haben, ist die gesellschaftliche Bedeutung des Teilens. Teilen als ein Modus des Austausches hat sich gegen alle Erwartungen bereits in vielen Bereichen als äußerst produktiv und stabil erwiesen. Gegen alle Widerstände und gegen einen ungeheuer mächtigen Zeitgeist, der so etwas gar nicht denken kann. Und Teilen beschreibt nichts anderes als die gelebte Praxis der Solidarität. Natürlich wirft diese Praxis die Institutionen des Commons auch neue Probleme auf. Nicht alle Gemeinschaften sind progressiv. Und auch in Gemeinschaften, denen man eigentlich mit Sympathie begegnet, lassen sich ohne weiteres deutliche Schattenseiten aufmachen. Ich glaube, jeder von uns, der je mit der Wikipedia ernsthaft interagiert hat, kennt diese Schattenseiten zu Genüge. Dennoch, es sind interessante Probleme. Es sind Probleme, die auf einer sozialen Ebene an
gegangen werden und eben nicht dadurch, dass man halt mehr zahlen muss und dann gehen sie weg. Und nicht alle Bereiche des Lebens können oder sollen als Commons organisiert werden. Öffentliche Infrastrukturen und öffentliche Einrichtungen bleiben wichtig. Wenn man die neuen Commons und die öffentliche Hand als Gegensatz zueinander positioniert, ist man schnell in neoliberaler Politik im zeitgeistigen Mäntelchen. Wir erleben das aktuell in Großbritannien, wo der Slogan der Big Society, der genau diese Themen zu aktivieren versucht, als Euphemismus für Sozialabbau und den Rückzug des Staates dient. Es ist eine große gesellschaftliche Aufgabe zu bestimmen, auf welchen Feldern neue Formen des Gemeinschaftlichen institutionalisiert werden können. Eines scheint aber sicher, der Bereich jenseits von Markt und Staat wird wachsen. Es ist also die große Aufgabe der Netzpolitik, dafür zu sorgen, dass das Internet als Labor der sozialen Innovation offen bleibt und die Potenziale des Netzes, solidarisches Handeln hervorzubringen, weiter zu fördern. Und es ist die Aufgabe für eine progressive Politik, diese Erfahrung ernst zu nehmen und Wege zu finden, sie auch auf anderen Feldern fruchtbar zu machen. Danke. Okay. Ja, ich jetzt unverständlich. Ich glaube, ich bin verständlich. Wir brauchen ein Mikrofon. Wir haben uns jetzt so verständigt, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, Fragen, Anmerkungen zu dieser Keynote hier zu stellen und Herr Professor Stalder diese Fragen dann auch beantwortet. Ich will mich, bevor wir das Mikro weitergeben, ausdrücklich bedanken für diese wirklich sehr interessante Keynote, die wahrscheinlich für viel Diskussionsstoff sorgt und dies, glaube ich, lohnt sich dann irgendwann nochmal anzuschauen und zu lesen und daran weiterzuarbeiten. Also deswegen erstmal herzlichen Dank für diese Keynote und der Jürgen hat sich das Mikrofon geschnappt, richtig, oder? Ja, also Jürgen würde jetzt die Fragen einsammeln, die Bemerkungen einsammeln und dann würde die Möglichkeit bestehen, sie zu beantworten. Vielen Dank für die Keynote. Eine Frage habe ich, und zwar hast du gesagt, dass wir im Urheberrecht wegkommen sollen von der Trennung von privat und öffentlich, die eigentlich nur für Probleme sorgt. Das schien mir erstmal einleuchtend. Und dann hast du vorgeschlagen, dass wir stattdessen, ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, kommerziell oder nicht kommerziell oder gewerblich oder nicht gewerblich, sozusagen als Grundunterscheidung anlegen sollten. Und da dachte ich erstmal, da kommen wir doch vom Regen in die Traufe. Also wenn man sich ansieht, wie die Abmahnungen bei Falschering, die sind natürlich begründet durch sozusagen öffentliche Zugänglichmachung, aber da geht es ja auch immer um das gewerbliche Ausmaß. Oder wenn wir uns ansehen, Commons-Lizenzen, da weiß ja auch immer niemand, was das eigentlich sein soll, irgendwie gewerbliche Nutzung. Und da führt es dazu, dass eigentlich die digitale Elemente fragmentiert wird oder das Leistungsschutzrecht, was jetzt kommen soll, wo auch wieder niemand weiß, was eigentlich gewerblich sein soll und was nicht gewerblich. Ja, was denkst du denn dazu? Ja. Ist das nicht vom Regen in die Traufe? Jede Form der Unterscheidung produziert Probleme an den Grenzfällen. Aber erstaunlicherweise hat sich die Erfahrung mit Creative Commons gezeigt, dass das zwar schon sehr lange als ein großes Problem verhandelt wird und niemand richtig weiß, wo die Grenze zu ziehen ist, in der Praxis aber extrem wenig Probleme damit aufgetaucht sind. Also da gibt es wenig Fälle, wo quasi vor Gericht gestritten wurde, ist das jetzt konstituiert so etwas eine kommerzielle Nutzung oder nicht. Der zweite Punkt ist natürlich, dass eine dieselbe Nutzung verschiedene Dimensionen hat. Wenn ich ein Video auf YouTube stelle, beispielsweise, ist das von meiner Seite her eine nicht kommerzielle Nutzung, von YouTube her, von Google her ist das nicht eine kommerzielle Nutzung, weil das innerhalb einer kommerziellen quasi Anlage geschieht. Das heißt, die Dimensionen, in dem Fall jetzt wäre es YouTube, die das kommerziell nutzen, müssen sich einen Ausgleich mit den Rechteinhabern sichern.
Diejenigen, die das nicht machen, das wäre jetzt ich, wenn ich es hochstelle, muss das nicht. Da habe ich jetzt wenig Probleme damit, den neuen kommerziellen Playern hier Auflagen zu erteilen. Weil sonst kommen wir in neue Formen der Monopolisierung hinein, die es auch nicht ohne ihre Probleme sind. Ja, hallo, Patrick Wedera vom Institut für Kommunikation und sozialen Medien. Eine kurze Nachfrage auch zu dem Thema Urheberrecht. Wie beurteilst du das Problem der Freerider? Also gerade in Bezug darauf, wenn man quasi eine Common mit bestimmten Regeln, mit bestimmten Wertvorstellungen, da gibt es natürlich immer die Problematik, dass eben gerade in dem Bereich, wo gegebenenfalls nicht kommerziell Dinge erzeugt werden, dass die generell gegebenenfalls auch kommerziell benutzt, vernutzt oder gebraucht werden. In welchem Rahmen stellst du dir, ich sag jetzt mal, Regeln, Handlungsweisen und Möglichkeiten der Intervention vor, um einen solchen Missbrauch zu verhindern oder zumindest einzudämmen? Wenn man tatsächlich zwischen einer kommerziellen und nicht kommerziellen Nutzung unterscheidet, dann wäre klar, dass für kommerzielle Nutzungen sich andere Regeln ergeben. Aber ich weiß gar nicht, ob das immer so ein großes Problem ist, weil in dem Moment, wo die erste Kopie sozusagen produziert ist und man ein Mittel gefunden hat, das zu organisieren, dass man es eben nicht mehr, wie das Urheberrecht suggeriert, darüber finanzieren kann, dass man alle weiteren Kopien kontrolliert, dann ist natürlich die kommerzielle Nutzung, die möglicherweise darauf geschieht, muss mit einem Mehrwert verbunden sein. Ich kaufe mir ein Buch der Wikipedia nur, wenn es substanziell mir einen Vorteil bringt gegenüber dem, dass ich es selber online nachschauen kann. Und ob das jetzt ein kommerzieller Verlag ist oder ein nicht kommerzieller Verlag, finde ich eigentlich zweitrangig, wenn er tatsächlich, und das muss er, wenn er kommerziell erfolgreich sein wird, einen Mehrwert bieten gegenüber dem frei erhältlichen. Von dem her ist das Freerider-Problem in nicht rivalen Ressourcen, also in Ressourcen, die endlos kopiert werden können, ein ganz anderes Problem wie das Freerider-Problem in der klassischen Allmende-Diskussion, wo man sagt, dass die Ressource wird so übernutzt, dass sie kaputt geht. Diese Gefahr besteht nicht so. Ich wollte noch mal fragen zu der Frage, also zu diesem Problem der Einhegung. Die großen Monopolisierungstendenzen, die auf kommerziellem Gebiet passieren, erreichen ja dann doch irgendwann mal eine kritische Grenze für Innovationsfähigkeit. In welchem Stadium siehst du das denn jetzt, gerade auch mit dem Blickwinkel Open Innovation? Wo könnten da Perspektiven liegen, auch für eine reflektierte Gegenöffentlichkeit, wenngleich sie sich dann wiederum bei den Nutzerinnen und Nutzern befindet? Denn ich habe immer das Gefühl, dass das Hauptprinzip des Geschäftsmodells ja darin besteht, Bedürfnisse zu induzieren, die ich bis dahin nie gehabt habe. In meiner Kommunikation umgekehrt, die sind manchmal ein Gewinn, manchmal nicht, aber diese Systeme so zu gestalten, auch durch die Nutzerinnen und Nutzer mitzugestalten, dass deren spezifischen Bedürfnisse, die das Gestaltungsmoment ausmachen, wie siehst du das, welche Potenziale könnten daraus entstehen, auch vor dem Hintergrund, ob diese gegenwärtige Segmentierung so bleibt oder nicht, also es ist ja so eine Mega-Segmentierung nach meinem Empfinden. Also wo wir in diesem Prozess stehen, ist natürlich extrem schwierig zu sagen, weil ich nicht weiß, wie er weitergeht. Aber ich glaube, zunächst wurden da tatsächlich Bedürfnisse angesprochen, die real sind, die man ernst nehmen muss und die hinter die man auch nicht zurückgehen kann und soll. Also jede Alternative zu Facebook muss besser sein als Facebook, das ist klar. Die Frage ist dann besser im Hinblick auf was und wie genau, aber es ist klar, wir können da nur vorwärts gehen, weil es ein reales Bedürfnis ist, sich zu vernetzen, sich zu organisieren, eben neue Formen der Sozialität zu finden, auch weil alte Formen, die klassische Zivilgesellschaft im altmodischen Sinne, Vereine und Ähnliches, das nicht mehr in der Form leisten können, wie sie das mal gemacht haben. Und also insofern muss man danach eindeutig nach vorne gehen. Das Problem besteht, dass je länger die jetzigen Strukturen wachsen,
desto größer sind die, was so allgemein als Netzwerkeffekte diskutiert wird. Das heißt, wenn ich jetzt aus einem hochgradig vernetzten System rausgehe in ein anderes, besseres, wie auch immer das besser aussieht, dann habe ich das Problem, dass ich dort allein bin. Und das natürlich gegen den Sinn dieser Systeme geht. Das heißt, auch wenn die Systeme vielleicht nicht mehr ganz den Nutzern entsprechen und gewisse Reibungen vollziehen, haben sie doch tatsächlich geschafft, so etwas wie das Netzwerk einzuschließen. Und eine der Möglichkeiten dafür ist es, sich halt konsequenter um offene Standards und Schnittstellen zu bemühen, dass es eben möglich ist, dass wenn ich aus, sagen wir jetzt im Facebook-Netzwerk hinausgehe, dass ich trotzdem noch hinein kommunizieren kann, sodass ein Abwandern von einer Plattform in die andere in die organischer gehen kann und nicht mit so einem plötzlichen Wechsel von allen auf einmal sich vollziehen muss, was sehr, sehr schwer zu organisieren ist. Also die Frage, denke ich, wie schließen wir, also wie verhindern wir, dass diese Mauern um diese Gärten hochgehen oder so hoch bleiben, wie sie jetzt sind, die ist ganz entscheidend. Warum kann ich nur, wenn ich Mitglied von Facebook bin, mit Mitgliedern von Facebook kommunizieren? Mit E-Mail ist uns selbstverständlich, dass ich die an jede beliebige Adresse schicken kann. Wieso nicht auch auf Ebene dieser Netzwerke? Es ist natürlich ganz klar, das sind kommerzielle Interessen, die versuchen, die Leute möglichst in ihren eigenen Räumen sozusagen zu halten. Aber das ist nicht eine Aufgabe der Politik, genau diese Schließungstendenzen auf der Ebene dem etwas entgegenzusetzen. Ja, ich würde gerne an die letzten Ausführungen anschließen mit der Frage. Ich stimme dem zu, dass genau daran die Problematik liegt, warum aus diesen Monopolen niemand rausgehen möchte. Wer macht denn die besseren Alternativen? Genau, das ist eigentlich schon die Frage. Das ist eine schwierige Frage und das, finde ich, ist jetzt auch nicht so die zu verortende Antwort darauf. Sondern wichtig ist, dass sie sich überhaupt, dass man die Voraussetzungen schafft, dass sie sich artikulieren können. Und es gibt diverse Modelle im Moment, es gibt Modelle, die eher darauf abzielen, ein Geschäftsmodell etwa aufzubauen über Mitgliederbeiträge, dass man eben nicht quasi über Werbung und die ganzen Datenansammlungen, die dafür notwendig sind, sich finanziert, sondern über Mitgliederbeiträge oder Infrastrukturen, die sehr dezentral sind, die von einzelnen oder von vielen verschiedenen Anbietern betrieben werden können. Welche sich da durchsetzt, was denn tatsächlich besser ist, kann ich nicht beurteilen. Ist, finde ich, auch nicht die Frage einer Politik, das zu beurteilen. Die Frage der Politik ist es, eher die strukturellen Unmöglichkeiten, dass solche Alternativen überhaupt entstehen können, die zu mildern. Das ist eh schon sehr ein steiler Berg, den man da hoch muss. Aber er wird durch ganz spezifische Setzungen auf der Seite der Plattformbetreiber noch viel steiler gemacht. Und da kann die Politik durchaus eingreifen, ohne dass sie jetzt beginnt, wir brauchen jetzt ein Regierungs-Facebook. Also das wäre auch nicht die Alternative. Nochmal eine Frage zum Urheberrecht. Und zwar ist es ja so, dass wir haben ein deutsches Urheberrecht, wir haben ein amerikanisches Urheberrecht, das Copyright, oder wir haben ja national sehr stark unterschiedliche Regelungen da und die Tendenz geht ja dahin, das zu vereinheitlichen. Mit ACTA haben wir das gesehen, es gibt noch innereuropäische Bestrebungen und die Tendenz geht ja immer sehr stark auf eine Verschärfung und auf eine industriezentrierte Regelung dessen und so halt eher vom Bürger weg. Jetzt ist die Frage, wir sitzen hier in Deutschland, wir sind national, wir haben eine nationale Politik. Was gibt es denn da für Strategien, dem entgegenzuwirken oder das zu verbessern? Also die wir hier auch umsetzen können. Ehrlich gesagt, kurzfristig ist meine Befürchtung, das Beste, was wir erreichen können, ist, dass möglichst wenig passiert.
Also weil alles, was im Moment tatsächlich an Politik passiert, in eine doch sehr bedenkliche Richtung geschieht. Insofern war die ACTA-Proteste ein großer Erfolg, weil sie eben verhindert haben, dass es in eine noch problematische Richtung geht. Ich glaube, das ist das, was ich gemeint habe mit der sozialen Basis. Wir sind schon relativ weit dafür, tatsächlich eine soziale Basis zu schaffen, von dem aus diese Politik gemacht werden kann. Aber das kann nicht nur über die Seite der Konsumenten passieren oder der Nutzer. Oder? Die sind sehr aktiv in der Zwischenzeit, weil sie begriffen haben, was das für ihr eigenes Leben bedeutet, was es bedeutet, wenn jede Facebook-Seite einen Abmahnwert von 10.000 Euro hat und welche Formen der Überwachung notwendig sind. Aber das reicht nicht. Ich glaube, es ist ausgesprochen notwendig, dass sich auch eine Industrie entwickelt, also auch auf Produzentenseite, die nicht mehr aufs Urheberrecht angewiesen sind. Die sehen, dass für ihre Zwecke andere Organisationsformen, andere Arten der Finanzierung, andere Geschäftsmodelle ausreichen oder besser sind sogar. In dem Zusammenhang, denke ich, lassen sich durchaus positive und vielversprechende strategische Allianzen mit den Großen, mit Google und Ähnlichen machen, weil die tatsächlich in einem anderen Geschäftsmodell schon lange sind. Und, oder eben auch, jetzt im Zusammenhang mit den Softwarepatenten bereits erwähnt, einer eben kleinteiligen Softwareindustrie, die nicht groß genug ist, jetzt jeder einzelne Player, um die Komplexität von Softwarepatenten überhaupt managen zu können. Also ich glaube, das ist wesentlich im Moment, ist eigentlich eher diese Basis zu entwickeln und zu schauen, dass das Urheberrecht nicht noch problematischer wird, wie sie jetzt schon ist. Aber bevor diese Basis nicht besteht, und die sieht man schon in Ansätzen, teilweise problematisch, teilweise nicht, teilweise interessanter entstehen, wird man nicht die politischen Kräfte entwickeln können, um eine Reform, die wirklich sehr, sehr tiefgehend ist. Also da geht es nicht um die Anpassung eines Gesetzes ein bisschen hier, ein bisschen da. Da geht es um einen fundamentalen Wechsel, das verlangt, Gesetze aus dem 19. Jahrhundert zu ändern. Also es ist nicht etwas, das man einfach so aufgrund einer besseren Einsicht macht. Sondern da muss sich die Realität am Boden sozusagen schon deutlich verschoben haben. Ich denke, dass die Reform des Urheberrechts das Letzte sein wird, das gelingen wird. Ja, zuerst werden sich die Lebensrealitäten noch weiter verschieben. Und da bin ich relativ optimistisch, dass das passiert. Das sehen wir jeden Tag. Also da ist, auch wenn ich nicht so sicher bin, woher der Wind der Geschichte weht, er weht sicher nicht in Richtung Urheberrecht. Ja, danke nochmal, Professor Stalder. Danke auch für die Nachfragen. Ich glaube, das hat so viel Inhalt, dass man da vielleicht jetzt beim Essen mit dem einen oder der anderen nochmal drüber reden kann, auch noch den ganzen Tag drüber reden kann. Wir machen jetzt die Mittagspause und es geht dann um 13.30 Uhr weiter. Das Panel 1 hier, der Kampf ums freie Internet. Und das Panel 2, wie wurden Google, Facebook, Apple, Co. groß und was kommt nach ihnen im Kaffee? Kaffee für die, die zu spät gekommen sind, einmal über den Hof und dann nach links. Ich wünsche jetzt guten Appetit, viele interessante Gespräche und hoffe, wir sehen uns dann in den verschiedenen Panels wieder.